Team sind. Da musst du deinen Dickkopf nicht durchsetzen. Ich weiß nicht, warum die ihre ganze Wut immer auf mir abladen. Also irgendwie finde ich, die haben das auch einfach nicht verdient, das Geld. Also manche davon zumindest. Lina, ich muss dir sagen, an meinem letzten Geschäft mit dir hatte ich sehr viel Freude. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Are You The One Reaction hier auf diesem Kanal und heute zu Folge 17 mittlerweile. Zur letzten Folge muss man, denke ich mal, nicht viel sagen. Also es gab ein sehr spezielles Angebot, das auch angenommen wurde, kam dann aber nicht so gut an im Nachhinein. Ey, ihr wollt mich verarschen, ne? Alter, du bist so dumm. Wie man sich schon denken kann, gab es danach ziemlich viel Beef und ich glaube, so wird es heute wahrscheinlich auch weitergehen. Also hoffe ich mal. Ansonsten würde ich sagen, starten wir rein hier. Ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und damit, let's go. Was zur Hölle ist hier passiert gestern? Also es war, das gab es wirklich bei I The One noch nie. Das stimmt. Ja, ich bin aufgewacht und habe gedacht, na toll, das war kein Traum. Ich kann inzwischen ein bisschen drüber lachen. Ich glaube, nur nicht alle, aber ein paar. Ja, die anderen, glaube ich, können da nicht so drüber lachen. Ich fand es übrigens krass, wie viele Kommentare ich auch gelesen habe. Finde ich geil, dass man so verschiedene Meinungen mitbekommt. Und da meinten nämlich ganz viele auch, dass die sich sicher sind, dass Lina das richtig verstanden hat und ja, quasi einfach nur die 20k wollte. Würde ich mich jetzt nicht anschließen. Also ich glaube, die hat es wirklich falsch verstanden. Ich hätte es auch im ersten Moment falsch verstanden. Und glaube jetzt nicht, dass sie es extra gemacht hat. Aber fand ich ganz interessant. Schwamm drüber. Was passiert, müssen nach vorne blicken. Was hat er da eigentlich tätowiert? Ist es so ein... Also kann man damit irgendwie die Winkel im Dreieck berechnen? Oder... Oder was soll das sein? Ich meine, tanz mal mit ihm. Mit Paolo? Nein. Ich weiß nicht, ob der Ezi das möchte. Ja, ich darf tanzen mit dem, ich möchte. Hä? Hab ich. Nicht. Digga, was soll das Scheiße, Alter? Ja, ich wollte eigentlich sagen, die Stimmung ist erstaunlich gut auf einmal. Aber nicht bei allen. Ich glaube, deine Frau ist jetzt sauer. Ich habe keine Frau. Also Maya juckt mich einfach nicht. Also ich weiß halt nicht, was geht denn bei euch? Ich kann doch tun machen, was ich möchte. Okay, dann küss mich. Wenn ich Ezi küsse, dann wird Mayas Herz gebrochen. Aber willst du sagen, ich bin schüchtern oder was? Ja, das hat sie gesagt. Ja, ich komm jetzt dahin. Also ich glaube, wenn er das jetzt macht, dann wird ihm das noch größere Probleme einhandeln, als ihm das jetzt gerade eh schon hat. Und ich glaube, er wird es aber trotzdem machen. Ich sag's euch, ne? Martin, der hat hier wirklich ein entspanntes Leben, glaube ich. Wo ist Maya? Ist sie traurig? Rede mit dir selbst. Ich bin nicht in diesen Stress reingegangen. Ja. Bist du abgef***? Nö, alles gut. Ich mag einfach nicht aussagen. Aber ich check nicht, hast du Gefühle für ihn? Nix ist da auf jeden Fall nicht, aber nicht einmal nicht. Okay, ist zu spät. Wir haben uns gerade geküsst. Sei nicht sauer, Walla, ich wusste nicht, dass du Gefühle hast. Nee. Freunde, alleine wie die da schon hingelaufen ist zu ihr, so hingesprungen und so insgesamt auch vorhin schon, würde ich mal sagen, hat das absolut den Eindruck gemacht, als würde die das extra machen, um Maya damit zu triggern. Oder nicht? Weil er meinte, ich darf machen, was ich will. Ich bin hier mit niemandem. Ich meinte, seid ihr fest? Er meinte, nein. Ich habe keinen Bock, die dritte Geige zu spielen. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, wieder diese Dreierkonstellation hier wieder aufzumachen. Diese Geigen, so, wo bin ich denn, Junge? Ey, das Boot ist richtig am Wanken. Das Boot ist am Wanken. Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich mach nie und ich brauche ganz viel für dich. Ja, okay. Kann ich ja nichts dafür. Das Ding ist, ich kann es nicht droppen, weil das meint nicht. Naja. Hä? Also, sie hat das ja gerade gedroppt. Da hängen Kameras, die das aufnehmen. Oder aus welchem Grund meint sie, dass sie es nicht droppen kann? Also wenn man ein bisschen Augen im Kopf hatte und sich ein bisschen so da reinfühlen kann, hat man gesehen, dass das keine normale Freundschaft war. Ja, den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich hab gar nichts, ich hab gar nichts, ne? Was folgt natürlich immer nach den Problemen, Freunde? Richtig, die Aussprache. Weißt du, was das Ding ist? Was denn? Du weißt ganz genau, dass das mir irgendwo wehtut, was ich dir schon 50 Mal gesagt habe. Und drauf. Und ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte, wir wären Freunde und du hättest Respekt vor meinen Gefühlen und vor mir. Also mich wundert es, dass sie immer sagt, dass sie Freunde sind. Also wie kann man denn so
ekelhaft mit mir umgehen. Das ist ja so asozial. Ja, das weiß er aber bestimmt auch. Also auch wenn er sagt, das kann er gar nicht nachvollziehen, aber wie soll man das eigentlich nicht nachvollziehen können? So, also das geht ja eigentlich gar nicht. Das musst du ja eigentlich wissen. Weißt du, was ich aber traurig finde? War das gestern auch Show? Ja, war das für die Show? Was für eine Show? Beim Daten alles? War das auch für die Show? Ja, wie Show? Warum soll ich jetzt eine Show hier abspielen? Bist du doof? Willst du mich gerade jetzt verarschen? Ja, aber egal, du bist perfekt. Das wäre so ein Drama heute haben, hätte ich aber auch nicht gedacht. Ich dachte mir, die streiten jetzt wahrscheinlich einfach die halbe Folge erstmal mindestens noch weiter mit Lina wegen der Matchbox. Aber nee, ich glaube, das haben die eh schon vergessen. Das Einzige ist halt auch bei diesen Streitigkeiten, so, da hat die natürlich recht mit allem und so. Das Problem ist nur, ich denke mir so, morgen sieht es eh wieder, also wenn es überhaupt so lange dauert, morgen sieht es eh wieder anders aus und dann sind die trotzdem wieder so ein Couple-mäßig. Also wie groß die Konsequenzen hier sein werden, das kann ich noch nicht ganz abschätzen. Nicht wundern, Freunde, die Folge geht natürlich noch ein bisschen, also noch 40 Minuten, um genau zu sein. Trotzdem sind wir schon bei der Matching Night hier. Gutes Gefühl habe ich übrigens nicht. Also viele Lichter, glaube ich, gehen nicht an. Ich glaube nur leider auch, dass kein Blackout wird. Mensch Leute, vielleicht solltet ihr ein kleines bisschen freundlicher zu ihr sein. Denn egal was passiert, Lina wird hier mit dem höchsten Einzelgewinn aller Zeiten rausspazieren. Ja. Niemand hat in dieser Sendung jemals mehr Kohle gewonnen. Ich glaube, was ist der Applaus, frage ich mich. Ich habe ja letztes Mal schon gemeint, am Ende gehen die hier ohne Geld raus, weil die es einfach nicht schaffen, die Lichter anzubekommen. Und dann ist einfach das Geld von Lina, neben so ein bisschen Gage, was sie wahrscheinlich auch noch bekommen, das Einzige, mit dem die hier rausgehen. Also, ich wäre mal ein bisschen dankbarer hier. Nehmen wir die Afra. Glaube ich irgendwie nicht, dass sie ein Match Afra. Sind. Afra, hast du das Gefühl, du hast dazwischen gefunkt bei Etty und Maya? Oder... Nee, ich schulde Maya nichts, ich schulde Etty nichts. Das Ding ist, ich kann ja nur Steine da zwischenlegen, wenn da was bei euch ist. Aber du meinst ja, bei euch ist ja nichts. Ach, Freunde, da will ich gar nichts zu sagen. Also, wie kann die sich da hinsetzen und sagen, ja, also, dass da bei denen was ist, das wusste ich ja gar nicht. Da hat er ja gar nichts von gesagt. Ja, da muss er auch nichts sagen. Wenn man die Augen aufmacht, dann sieht man das auch. Ich will heute die Lina. Ja, also meinst du, die hat es mit Absicht gemacht? Ja. Ich habe ja Elinas Gesicht gesehen, als sie verkaufen geschrien hat. Das war ja nicht dieses Verkaufen, sondern das Verkaufen! Du hast auch. Ja, weil sie in dem Moment ja auch noch davon überzeugt war, dass sie es richtig verstanden hat. Also ist Lina bei dir unten durch? Ja. Ich will die Edda. Edda? Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Edda, jetzt stehst du schon wieder neben dem Ryan. Hätte ich auch nicht gedacht. Das heißt langsam nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, das macht alles. Irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Mir wurde gesagt, ich soll das heute so machen. Wir wollten ein bisschen Taktik fahren und ja, deswegen wäre ich die Edda. Ich glaube aber auch nicht, von dass wem denn? So kann ich sagen, ja, ich habe nach der Taktik entschieden, dann ist es zum Schluss nicht meine Schuld. Ja, das ist natürlich ideal, ne? Also ich meine, wenn man immer jemand anderen hat, am besten noch die Gruppe hier, da muss man ja gar nicht selbst für die Sachen gerade stehen. Wie leid die Jana? Ja, die könnten irgendwie auch ein Match sein. Wen willst du denn heute? Die Sina. Ich will heute Lisa Marie. Die Julia. Mit der wunderschönen Maya. Also so ein mega gutes Gefühl habe ich irgendwie nicht. Blackout wäre halt nach wie vor gut. Ich glaube, da sitzen aber trotzdem so ein, zwei Matches jetzt, ja, zufälligerweise nebeneinander. Deswegen, der Blackout wird es heute, glaube ich, auch nicht. Okay, kein Blackout. Drei Lichter. Geht noch ein weiteres Licht an. Ich dachte wirklich ganz kurz, das war's schon. Ja, dann haben wir mal wieder vier Lichter. Das hatten wir gefühlt schon mindestens viermal oder so. Vielleicht also ich sag, mehr als eins an. Geht nicht mehr an. Krass. Ey, das ist wirklich hart für die. Also die kommen halt überhaupt nicht weiter. Außer Lina natürlich, ne? Also ich meine, die hat ja die 20.000, aber ansonsten kommen die einfach kein Stück weiter hier. Etty und Dings Match, Punkt. Maya. Ja. Ich glaube auch. Ist so, hey, natürlich. Ja, safe. Die müsste man doch eigentlich mal in der Matchbox überprüfen. Ach so, nee, das geht ja gar nicht mehr. Die gehen jetzt natürlich davon aus und planen einfach mal mit dem Match. Problem ist natürlich, wenn genau die kein Match sind am Ende, dann wird das nichts. Das ist schon... Das ist schon ein erhöhtes Risiko, Freunde. Und auch ein Risiko,
was man nicht unbedingt hätte haben müssen. Wenn du das sagst, in diesem Safe, könnten wir darauf alles aufbauen. Das kannst du nicht machen. Ja, das Einzige, was helfen würde, wäre ein Blackout und die beiden sitzen nebeneinander. Dann wüssten die es ja auch. Aber ansonsten, ja, eigentlich müssen die drauf aufbauen, weil überprüfen können die es halt nicht mehr. Hey, am Ende kann wirklich jemand dein Match sein, mit dem du nicht rechnest. Edda, bitte. Ja, das was wird bei den meisten so sein. Und man darf nicht von einem Match am Ende ausgehen. Doch, weil die sich zu 100% sicher sind. So wie Shelly und Wilson, die waren sich auch 100% sind auch ausgegangen. Ja, da könnt ihr gerne mal die Quote kommentieren, wie viele schon davon ausgegangen sind, dass die ein Perfect Match sind und am Ende waren die es nicht. Aber bitte nur die kommentieren, die sich auch wirklich zu 100% sicher waren. Wir als Gruppe wollen das jetzt herausfinden, ob der Martin mit der Lisa Marie ein Perfect Match ist. Aber was sagt sie denn? Also sagt sie von sich aus... Sie will nicht mit ihr, weil sie nicht gehen will. Wenn die so weitermachen, dann wird es wirklich nichts. Also manche von denen, die Gruppe ist ja dafür, das auszuprobieren, aber so, also wo ist die Logik dabei? Die sitzen in der Matching Night nebeneinander, wollen aber bei einer Challenge, also sie angeblich, wir haben es ja nicht von ihr gehört, aber wenn es stimmt, nicht mit Martin spielen. Wenn man jetzt auch noch nicht den Ernst der Lage erkannt hat dort, dann glaube ich, erkennt man den auch nicht mehr. Ich kann die Gruppe nachvollziehen, dass sie mich und Martin in die Matchbox schicken wollen. Ich verstehe den Sinn dahinter, aber... Da darf es eigentlich kein Aber geben dabei. Ich finde, man sieht halt, jeder denkt hier an sein. Keiner will das Haus verlassen mittlerweile. Ich schaffe das nicht. Ich habe so Magenschmerzen, mir ist die ganze Zeit schwindelig. Alles dreht sich. Deswegen nehme ich heute an der Challenge nicht teil. Ich meine, man kann sie natürlich auch nicht dazu zwingen, ja. Aber ich frage mich halt, woran liegt das? Liegt das an Martin? Liegt das daran, dass sie nicht raus will? Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall heute die Challenge Blind Date. Ich glaube, die kennen wir auch noch nicht. Klingt aber so, als könnte man es auch nicht beeinflussen. Also... vielleicht wäre der Plan eh nicht aufgegangen. Mädels, ihr flattert mit verbundenen Augen über den Sand und die Jungs werden euch mit ihrer Stimme fernsteuern. Tschüss. Eure Aufgabe ist es, eine Hawaii-Kette in der eigenen Teamfarbe zu finden und zu eurem Mann zu bringen. Danach braucht ihr noch ein zweites Exemplar für den eigenen Nacken. Und die vier Teams, die es am schnellsten ins Ziel schaffen, qualifizieren sich für die Finalrunde. So schwer klingt es aber nicht. Also das könnte man schon beeinflussen, indem man die Person einfach in falsche Richtungen lenkt. Also die erste Runde habe ich mal übersprungen. Viel wichtiger ist ja, wer jetzt auf ein Date geht und ob es die richtigen sind. Also viel wichtiger ist ja natürlich, wer jetzt weiterkommt, um dann quasi ums Date zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir sehen uns schon als Perfect Match. Wir rechnen damit die ganze Zeit. Ihr könnt uns dann nicht wehren. Bei uns. Die ganze Zeit? Also das habe ich eigentlich bei denen heute, glaube ich, zum ersten Mal gehört. Es macht gar keinen Sinn, uns zu wehren. Richtig gute Idee, Kevin. Also ich würde nicht herausfinden wollen, ob ihr ein Match seid. Ich würde einfach davon ausgehen. Das ist super, so läuft das Game hier. Links, ja! Bei denen weiß ich halt nicht, ob die Gruppe das jetzt unbedingt wollte, dass die gewinnen. Wenn die gewinnen. Ich freue mich. Abra und Sandro. Nein, das ist so... Nein! Also den Reaktionen nach war das jetzt nicht der Plan, oder? Ich hoffe aber auch auf Kevin und Lina. Stopp! Ja, das wurde, glaube ich, nix. Das macht keinen Sinn. Sind die dumm? Wieso ist man so dumm? Wie kann man nur so dumm? Nein. Das ist wieder so typisch, ja. Jetzt kaum stehen die Paare fest, alle regen sich wieder auf. Gerade hatten die noch die Möglichkeit, denen zu sagen, wer vielleicht mehr Gas und wer ein bisschen weniger Gas geben sollte. Ja, aber gut, ich meine, warum soll man das machen, ne? Kann man ja im Nachhinein auch noch. Aber guck mal, weißt du, was das Problem ist? Also, wir beide sitzen jetzt seit 3 Matching Nights nebeneinander. Bedeutet, wir nehmen keinem ein mögliches anderes Match weg. Weil wir die ganze Zeit nebeneinander saßen und Lichter sind angegangen. Und deswegen ist es ja wichtig, diese Leute quasi, die einfach sich nicht so sicher sind, die nicht diese Grundpfeiler bauen, in eine Matchbox-Entscheidung zu schicken, damit wir dort checken, okay, die sind es oder die sind es nicht. Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Man kann aber auf dieser Grundlage halt nicht rechnen. Wir brauchen ja die Sicherheit, dass ihr es genau seid, weil sonst denken wir die ganze Zeit, wir machen alles basierend auf der Grundlage, dass ihr ein Match seid oder am Ende seid. Genau, aber dafür ist es dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, weil seit, keine Ahnung, seit wie viel Matching Night, bauen wir genau darauf auf. Dass er
das Grundgerüst von unseren Matching Nights aus einer Vermutung aufbauen möchte, weil er ist sich ja zu 1000% sicher, dass die ein Match sind. Es wäre einfach gut gewesen, wenn ich mit Sina gespielt hätte und du mit Paolo. Paolo ist nicht mein Match und ich muss mit niemandem zusammenspielen, wo ich denke... Ja, also Edda, die regt sich irgendwie immer bei den anderen drüber auf, aber selbst macht sie genau das, was sie bei den anderen kritisiert. Geht zum Geld. Ich hätte auch mit wem auch immer gespielt. Das ist einfach nicht fürs Team fair. Boah, das verstehst du nicht. Wäre mal eine gute Gutmachung gewesen für die ganze jetzt langsam hier. Dass ich mit Paolo spiele. Ja, dass du einfach auch mal fürs Team spielst. Und das ist auch nichts gegen dich als Mensch, aber dass ich mit jemandem spiele, wo ich nicht denke, dass es mein Match ist. Ja, weil das ich aber wir ein nicht, Team dass du mein Match 100% sind. Bist. Ich glaube wirklich, die hat das Spiel noch nicht verstanden. Weil wir einfach ein Team sind, da musst du deinen Dickkopf nicht durchsetzen. Ich weiß nicht, warum die ihre ganze Wut immer auf mir abladen. Das ist doch nur meine Meinung, dass ich mit niemandem zusammenspielen muss, den ich nicht leiden kann. Digga, das ist so ab. Boah. Das ist wirklich schlimm. Also, was dachte die denn, wo die sich hier anmeldet? Bei Ich mach, was ich will. Oder bei Are You The One? Was muss ein Mann 100% haben für dich? Ein gutes Herz. Das ist für mich das Allerwichtigste. Für mich auch. Das sind ja die Standardsachen. Die passen auch mit 90% der ganzen Menschheit zusammen. So. Das stimmt, ja. Das sind deine drei wichtigsten Sachen. Füße, Zähne. Okay, nein. Ich komme halt nicht so gut mit Zitas Art, klar. Ach so, der meint das wirklich ernst, oder? Ich dachte, das war jetzt so eine Spaßantwort. Und jetzt kommt so, nee, also, keine Ahnung, hier... Drei Sachen halt. Aber nee, also das waren die drei. Einfach so eine kleine süße Maus. So eine Schnecke. Sowas brauche ich. Soll mir nicht auf die Eier gehen, soll korrekt sein, soll meine beste Freundin sein. Alles, was du jetzt gesagt hast, stimmt bei mir überein. Du bist ja an sich eine korrekte Frau so. Sondern, also ich sag dir ehrlich, optisch würdest du dich in mein Schema passen. Nicht? Null. Hä? Und warum nicht? Ich finde dein Arsch, für mich ist das nicht mein Typ von. Okay. So. Das hat er nicht wirklich gesagt, oder? Also irgendwie finde ich, die haben das auch einfach nicht verdient, das Geld. Also manche davon zumindest. Deine Füße, gibt's schönere Füße. Okay. So. Jetzt kommt er auch noch mit den Füßen an. Zähne, sag mal. Ja, du hast schöne Zähne. Also ich hätte an ihrer Stelle die Zähne schon nicht mehr gezeigt. Dann gucken wir mal, wer in die Matchbox gewählt wurde. Also ich hätte... denke ich mal, Sandro und Afra gewählt. Ja, würde ich sagen, die auf jeden Fall bessere Wahl. Also ich glaube nicht, dass die ein Match sind, aber ja, wie gesagt, die bessere Wahl auf jeden Fall schon. Lina, ich muss dir sagen, an meinem letzten Geschäft mit dir hatte ich sehr viel Freude. Nee, das glaube ich nicht. Da kommt nicht nochmal ein Angebot. Aber gut, ne, das sehen wir dann nächste, nicht Woche, sondern nächste Folge, Freunde. Bin ich mal gespannt. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ja, lasst Like und Abo da und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.